willkommen zum Mid-Year Book Freak Out-Tag. Ja, das ist ja mittlerweile so Tradition geworden bei den Booktubern, zumindest den englischsprachigen. Ich glaube, das haben aber auch noch einige andere gemacht, dass man einfach so in der Mitte des Jahres mal so ein Resümee macht. Was hat mir gefallen, was hat mich fasziniert, was nicht. Und ich hatte das auch schon mal auf meinem Blog früher gemacht und dachte mir, hey, komm. Bevor du jetzt nur Rezensionen einen nach dem anderen rausklatscht, weil du gerade weder die Zeit noch irgendwas anderes hast, das ist doch ganz lustig. Vorneweg, sei gesagt, bevor ich jetzt loslege, es ist nicht sehr. Also, es sind 12 Fragen. Ich habe mich bemüht, immer ein anderes Buch zu nehmen, aber die Reihen sind ziemlich eindeutig dieselben. Weil ich eben gleichzeitig Wheel of Time und Malazan gelesen habe, ist es leider sehr Wheel of Time, Malazan-lastig, könnte man sagen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal vorneweg mit Frage Nummer 1. Das beste Buch, das ich bisher gelesen habe. Schwierige Frage, weil jetzt noch ein Buch kam, das ich gerade gelesen habe, das mich absolut fasziniert hat. Aber ich bleibe dabei bis dato, bis jetzt. Ist es Towers of Midnight, der 13. Band in The Wheel of Time? Dieses Buch hatte einfach alles. Die Charaktere haben ihren Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht. Sie sind endlich, sagen wir, haben ihren Arc abgeschlossen. Da gibt es natürlich immer noch Luft nach oben. Aber alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Alle Spieler sind am richtigen Ort. Fast alles ist erledigt. Tarman Guidon kann kommen. Und wir haben so viele Ansichten. Es passiert so viel. Wir haben Elaine Camelin, Rand, wie er versucht, alle zusammenzutrommeln, wie er gleichzeitig aber in den Borderlands die Leute befreien will. Perrin, wie er mit den White Cloaks rummacht. Matt, wie er endlich den Golem besiegt und auch bei Elaine dann nachher ist. Und wie er zusammen mit Tom versucht, Rain, die offensichtlich noch lebt, zu befreien. Und ja, Black Tower-Probleme, Egwene im White Tower und dann haben wir noch allgemein The Dark One berührt die Welt. Wir wissen nun, es kommt das Ende. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so lange drum herum reden. Ich bin fasziniert. Mehr muss ich dazu ja nicht sagen. Genau. So, dann die beste Fortsetzung, die du bisher gelesen hast. Nun, ich dachte mir, ich mache das jetzt nicht nur Wheel of Time-mäßig. Deswegen gehe ich doch einfach mit Memories of Ice, dem dritten Band in Malazan Book of the Fallen. Ich habe zwar wieder ein bisschen gebraucht für dieses Buch, weil die Malazan-Bücher einfach, wow, die sind einfach super anstrengend zu lesen, nicht anstrengend, die sind einfach super. Im Englischen ist dense das bessere Wort wie im Deutschen mit dicht. Also die Informationsdichte ist so hoch, dass man sich sehr vorkommt, man kommt einfach nicht von der Stelle, wie auf einem Laufband, das rückwärts läuft. Trotzdem ist es einfach super gut. Es waren endlich wieder die Bridgeburners dabei. Es waren viele Charaktere wie Anna Mandaray, Kaladin Brooke und so weiter, die richtig klasse waren. Wir hatten eine große Schlacht, wir hatten ein Warcamp. Es war humorvoll und wir hatten so verdammt viel Hintergrundstory, endlich zu den Tel'Anim Mas und den Chagut. Ah, es war einfach richtig gut und auch wenn ich am Ende irgendwie kurz in den Lesesumpf gefallen, wenn ich nicht mehr die Motivation hatte, muss ich doch sagen, es war einfach phänomenal und ich nehme das als die beste Fortsetzung. Ja, dann Frage Nummer 3. Eine Neuerscheinung, die du bis jetzt noch nicht gelesen hast, aber noch lesen möchtest. Ich bin momentan nicht so auf Neuerscheinungen aus, da ich ziemlich viele Bücher noch da habe, mir gekauft habe oder die Bücher, die ich lesen möchte, alle schon erschienen sind. Um jetzt aber mal eins zu nennen, das ich prominent sehr viel auf Instagram gesehen habe, Twitter und BookTube etc. Und zwar ist das The Shadow of the God von John Gwynne. Ich habe noch nicht mal ein Buch von John Gwynne gelesen, aber ich weiß, dass sie mir gefallen werden. Und das ist ja auch wieder so, allein der Drache hat schon rausgehauen, ja. Auch wieder Wikingermäßig angehaucht, keltisch, wie glaube ich die anderen auch von John Gwynne, die ich jetzt endlich mal lesen muss. Und ja, von daher würde mich auf jeden Fall interessieren. Der kam glaube ich auch erst dieses Jahr raus, deswegen habe ich den jetzt mal als Neuerscheinung gewählt. Ein anderes, das ich mir schon auf Kindle geholt habe, was aber nicht nur so neu ist, ist Jade City, wo ja auch jeder so von schwärmt. Ich vergesse das auch ständig, weil es auf dem Kindle ist.
Man sollte sich eine Liste machen. Ich habe eigentlich eine Liste, aber komme gerade nicht dazu, die zu aktualisieren. Genau, so viel dazu. Dann Frage Nummer 4. Am meisten erwartetes Buch in der zweiten Hälfte des Jahres. Wie ich gerade schon sagte, ich bin gerade wenig auf Neuerscheinungen aus. Ich kaufe mir hauptsächlich Bücher, die schon erschienen sind. Deswegen habe ich jetzt auch, ich habe ein bisschen gesucht, ich habe aber auch echt nichts in Aussicht. Ursprünglich wäre es gewesen von, ja, das passt hier überhaupt nicht rein, Sarah J. Maas. Den zweiten Teil von Crescent City, aber der kommt jetzt im Januar 2022. Ergo zählt das nicht mehr. Insofern habe ich keins eigentlich so richtig, was ich dieses Jahr noch erwarte. Vielleicht kommt noch was, wo mir über den Weg läuft, aber ich bin da auch gerade wirklich nicht so drin, weil ich ja, andere Reihen habe. Genau. Machen wir weiter. Es kann nicht alles positiv sein. Die größte Enttäuschung bisher dieses Jahr, das kann man sich wahrscheinlich denken anhand der Rezensionen, und zwar ist das die Shadow and Bone-Reihe von Leigh Bardugo. Angefangen mit Shadow and Bone, dann habe ich den Namen schon wieder vergessen. Siege and Storm und dann Ruin and Rising. Shadow and Bone war ja der erste Teil, der ging noch. Ich fand, die Welt war ganz erfrischend, war nett, war kurzweilig, war schöner Einstieg. Charaktere waren ein bisschen platt, und man hätte mehr in die Tiefe gehen können. Hintergrundstory war wenig vorhanden. Und wie gesagt, es war nett. Magiesystem war okay, war ganz gut. Es hatte allerdings einige Lücken. Und diese Lücken wurden nur größer in den nächsten Bänden. Des Weiteren ist auch nichts passiert in Band 2 und 3. Also storymäßig haben wir keinen Vorwärtskommen und wir drehen uns ständig im Kreis mit Alena, Mel und dem Darkling. Des Weiteren fand ich die Ambitionen Teil 1 vom Darkling noch nachvollziehbar. In Teil 2 und 3 waren da keine Ambitionen und Gründe, warum er grausam war. Der Grausamkeit wegen. Und ja, so platte Stories bin ich einfach kein Fan von mehr. Und deswegen war das meine größte Enttäuschung. So, die größte Überraschung. Wegen dieser großen Überraschungen habe ich dieses Video nochmal aufgenommen, vielleicht auch, weil ich es versehentlich gelöscht habe. Auf jeden Fall habe ich die erst vor ein paar Tagen beendet und lese auch gerade den zweiten Teil. Es handelt sich um Prince of Thorns von Mark Lawrence, dem ersten Teil in der Broken Empire Trilogy. Dieses Buch war nicht geplant. Ich hatte mir den ersten Teil in Reba rausgelassen, weil ich eigentlich eine andere Reihe von ihm lesen wollte, und habe dann das gefunden und dachte mir, ja, gut, nimm mal mit für 2 Euro. Und habe es jetzt auch aus einer Laune heraus. Eigentlich hätte ich andere Bücher noch angefangen, wie The Farseer Trilogy. Aus einer Laune heraus habe ich es jetzt angefangen, und das war unglaublich. Also ich habe jetzt auch schon eine Rezension dazu aufgenommen. Vielleicht blende ich sie ein, je nachdem, welche ich zuerst online stelle, welches Video. Es war absolut großartig. Es ist so düster, brutal, gewaltverherrlichend. Der Charakter ist einfach nicht gut, aber wow! Es hat so Spaß gemacht. Ich meine, es war voll von schwarzem Humor. Wir sind von einer Actionszene in die nächste gerast. Und York ist einfach ein unglaublich faszinierender, interessanter Hauptcharakter. Er ist ja recht jung, er ist 14 Jahre alt. Sehen wir hauptsächlich die Story aus der Sicht. Und er weiß einfach, sich aus jeder Situation rauszuwinden. Und dabei ist er halt eigentlich sehr grausam. Aber völlig egal. Faszinierende Buchreihe. Mehr dazu in meiner Rezension. So, neuer Lieblingsautor. Ja, soll ich es nochmal hochhalten? Nein, also nicht nur. Ich muss sagen, ich habe Mark Lawrence ja noch nicht zuvor gelesen gehabt. Und ich muss sagen, ich mag seine direkte, wenig blumige, umschreibende Art einfach sehr gerne. Und vor allem, man merkt, er hat einen sehr, sehr dunklen Humor. Und das scheint hier überall durch. Und es hat irgendwie Spaß gemacht. Es war einfach super unterhaltsam, kann ich nur sagen. Aber um jetzt nicht nur nonstop Prince of Thorns hochzuhalten, auch noch ein Autor, den jeder kennt, Stephen King. Ich habe ja dieses Jahr angefangen, endlich mal Stephen King zu lesen, um auch ein bisschen anderes Genre zu haben. Und zwar mit Friedhof der Kuscheltiere habe ich auch erst kürzlich beendet. Es war großartig. Ich fand es nicht so gruselig, wie ich es erwartet habe. Oder so, vielleicht bin ich mittlerweile auch nicht mehr so schreckhaft.
Aber es war kurzweilig, die Charaktere waren interessant genug, dass man ihnen folgen möchte. Es war gut geschrieben. Also ich finde, er versteht halt die menschliche Psyche sehr gut. Das war jetzt mein zweites Buch. Ich habe schon Shining von ihm gelesen. Und allein die Gedankengänge von den Hauptcharakteren, das ist immer so gut gemacht. Das ist faszinierend. Da kann stellenweise auch nichts passieren, außer diese Gedankengänge über 10 Seiten hinweg. Es ist faszinierend. Und die Story war eigentlich auch ganz gut. Spannungspunkte wurden immer aufgebaut. Man hat immer, die Stimmung war da. Man hat dann aber nicht dran gedacht, dass plötzlich was passiert und dann passiert es. Und ja, man hat sehr viel Foreshadowing. Zu Friedhof der Kuscheltiere selber, es war noch sehr geplant und durchdacht. Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es auf jeden Fall Lust auf mehr Stephen King gemacht. Deswegen glaube ich, kommt er zu meinem neuen Lieblingsautor. Wie will sie? Ich werde noch mehr lesen. Ich habe sogar noch eins hier. So, wo sind wir denn? Mein neuer Fictional Crush, hieß es im Englischen, beziehungsweise ich würde es mal als Lieblingscharakter betiteln. Crush wäre vielleicht zu weit hergeholt. Also, wobei mittlerweile, ja. Da ich halt das Video jetzt nochmal aufgenommen habe und es zuvor eigentlich, ich sag, benenne einfach beide. Zuvor war es Adam and the Rake von Melisande, Book of the Fallen, Guns of the Moon war der ja und Memories of Ice. Hat aber nicht viele Szenen, trotzdem finde ich ihn sehr faszinierend als Charakter, also ist einer meiner neuen Lieblingscharaktere. Aber wenn man jetzt zurück zum Crush geht, kennt ihr das Buch noch? Ja, ich habe es schon zweimal hochgehalten. Jörg Ankrath aus The Broken Empire. Erstmal ein kleiner Banger, beziehungsweise im zweiten Buch ist er dann 18, ist trotzdem noch weit unter meinem Alter. Aber er ist so faszinierend. Er ist bösartig, er ist grausam. Ja, aber nicht nur. Und irgendwie, das ist, ich weiß nicht, ich mochte seine Gedankengänge, einfach seine Intelligenz. Kann man einfach sich in die Intelligenz eines Charakters verlieben? Das ist wow. Also ich bin einfach fasziniert. Klar, es ist düster, aber ja, Yogi. So, ein Buch, das mich zum Weinen brachte. Da ich jetzt eigentlich nochmal mit Towers of Midnight, also dem 13. Buch von The Wheel of Time gegangen wäre, habe ich mir kurzfristig überlegt, weißt du was? Nein, du nimmst das jetzt nicht. Ich habe in den letzten 3 Bänden von Wheel of Time geweint, also. Ich glaube, es ist eher unnatürlich. Also, ich glaube, es gab kein Wheel of Time Buch, wo ich nicht irgendwann mal ein Tränchen gedrückt habe. Aber ich habe jetzt das genommen, den letzten Band, den ich gerade angefangen habe, so Memory of Light. Ich bin erst 340 Seiten drin, habe aber bereits so, ich glaube, schon zweimal mir ein Taschentuch holen müssen, weil einfach so viele ergreifende Szenen drin sind und weil ich einfach Monster weinen muss, weil ich weiß, dass es zu Ende geht. Und mir kommen ja jetzt schon die Tränen. Nee, auf jeden Fall deswegen habe ich mich für dieses Buch entschieden, weil es einfach jetzt schon so ergreifende Szenen drin hat, so tolle Szenen. Und wir sind ja noch nicht mal bei der Schlacht selber. Also wir sind ja noch nicht mal am Ende. Ich glaube, ich werde am Ende nur noch flennen, aber we will see. So, dann ein Buch, das mich glücklich machte. Das ist immer ganz schwierig. Eigentlich machen mich Bücher grundsätzlich glücklich. Es gibt natürlich auch Bücher, die mich aufregen, aber ja, um jetzt mal eins zu geben, das mir so einen Wohlfühlfaktor gegeben hat, dieses Jahr. Sorry, Leute, aber es ist Wheel of Time. Und zwar aber unerwartet New Spring. Und zwar, weil ich hatte ja, wo ich in einem Slog steckte, war ich so ein bisschen, oh, wann hat es endlich ein Ende? Und dann war ich noch nicht so richtig motiviert, weiterzumachen mit Band 11, der ja eigentlich wieder besser werden sollte, und dachte mir, ich lese jetzt das Prequel einfach. Es war auch vom Erscheinungsdatum, ich habe schon öfter gesagt, passend. Und es behandelt die Geschichte von Moraine und hauptsächlich Shiwen, wie auch immer. Und ich weiß nicht, dass dieses Buch gab mir so ein Gefühl von Wärme, von Wohlfühlen. Es war schön, einfach diesen Tower-Alltag. Auf der Suche nach Rand und ja, wie Moraine sich da so geschlagen hat damals als Aes Sedai. Es war richtig klasse. Ich mochte auch ihre Charaktersicht und dadurch habe ich sie als Charakter auch lieben gelernt, endlich. Was merkwürdig ist, ja. Also vorher war ich so mehr, nicht so gut gegen ihr eingestellt, aber
Jetzt verstehe ich sie und mag sie sogar sehr, 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 sehr. Und ja, wie gesagt, das Buch gab mir so einen Wohlfühlfaktor und hat mich wieder in das Wheel of Time Feeling zurückgebracht. So, dann vorletzte Frage. Schönstes Buch, das du dir dieses Jahr gekauft hast. Ich gehe mal nicht nur mit Buch, sondern Büchern. Und zwar, Gott, man mag sich vielleicht denken, und zwar ist das die Illustrated Edition of Lord of the Rings und der Hobbit. Ihr seht es schon hier. Die sind einfach wunderschön, waren auch nicht gerade günstig, aber who cares? Aber es ist einfach richtig klasse gemacht. Wir haben hier so schöne Illustrationen innen drin und ich wollte ja mal ein Reread von Lord of the Rings dieses Jahr wahrscheinlich noch machen, dann im August oder so. Und da dachte ich mir, dann brauchst du aber auch wunderschöne Ausgaben und nicht diese hässlichen Grünen. Des Weiteren. Shame on me, aber ich habe den dritten Teil nie gelesen. Und das will ich endlich mal hinter mich bringen. Ja, und zu guter Letzt, welche Bücher möchte ich dieses Jahr noch lesen? Eine ganze Menge. Zum einen der Herr der Ringe, ich habe es ja gerade schon gezeigt, aber natürlich auch noch andere. Und zwar haben wir hier, das habe ich schon ganz am Anfang des Jahres angekündigt und ich habe mir jetzt endlich das Buch gekauft, einfach um mir ein bisschen in den Arsch zu treten. Red Rising von P.S. Brown, ist so ein bisschen Sci-Fi, Fantasy, Grimdarky. Einfach um ein bisschen vielleicht mal von dem High Fantasy runterzukommen, ein bisschen. Außerdem wollte ich ja einen leichten Einstieg ins Sci-Fi-Genre, weil ich ja schließlich noch die Expanse irgendwann anfangen wollte, Ende dieses Jahres. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles schaffen will, aber ja, genau. Also Red Rising von Pierce Brown und natürlich, ich habe es jetzt mindestens schon 20 Mal hochgehalten, Malice von John Quinn. Ich habe ja jetzt schon alle Bücher dann da. Dann wird es auch mal Zeit, dass ich endlich starte. Und natürlich noch diverse andere. Aber ja, ich muss jetzt hier keine 10 Bücher hochhalten. Das ist mal stellvertretend dafür, die ich auf jeden Fall lesen möchte, auch weil ich sie schon da habe. So, das war wieder nicht kurz und schmerzlos. Aber das mal so als mein Mid-Year-Book-Freak-Out-Tag. Bis jetzt lief es eigentlich ganz gut. Momentan habe ich auch so einen Lauf wieder. Also ich war so ein bisschen in dem, nicht Reading-Slump, könnte man sagen, sondern nicht nur dazu aufgelegt zu lesen. Ich wurde gerne abgelenkt vom Zocken oder Serien oder so. Aber momentan, dank Prince of Thorns, wirklich, dank Prince of Thorns eigentlich, bin ich wieder so richtig, ja. Und lese auch relativ viel. Also hoffe ich, dass ich mein Goodreads-Goal in der zweiten Hälfte des Jahres vielleicht noch schaffe. Ich schätze schon, ich hänge nur knapp hinterher. So, dann danke ich euch fürs Reinschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer liebstes Buch bisher war, was ihr noch so erwartet, beziehungsweise vielleicht auch, was euch enttäuscht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!